Das waren aber, ich muss das jetzt bekennen, 300 Kilometer heute Nacht. Vielen Dank an die Genossen, die mich gefahren haben, an den Max, der hat mich da, da wo ich weiß gar nicht, wie das heißt, Wörnitz bei Rothenburg abgeholt heute Nacht. Aschaffenburg bei Nacht ist auch toll. Ruhig. Nichts gegen sagen. Aber gestern war ich in Biberach. Ich freue mich auch, dass natürlich Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien, anderer Fraktionen heute Morgen zu unserem Neujahrsempfang gekommen sind. In Biberach gestern bin ich sogar vom Bürgermeister der Gemeinde begrüßt worden. Der war aber in der CDU. Ist aber trotzdem gekommen und hat mir dann aber gesagt, meine Frau ist in der SPD. Dann habe ich ihm gesagt, jetzt weiß ich auch, warum man von der besseren Hälfte spricht. Der Familie. Also, das aus meinem eigenen Leben. Meine Mutter war eine Mitbegründerin der CDU. Mein Vater war das 11. Kind eines saarländischen Bergmanns. Und ich glaube, unter republikanischen Bedingungen hätten meine Eltern nie geheiratet. Also sie haben sich im Krieg kennengelernt. Mein Vater war als Soldat im Westen. Und dann haben sie halt, die Ideologie ist stärker als, die Liebe ist stärker als die Ideologie. In das sichtbare Resultat dieses Prozesses sind ja dankbar für. Aber warum sage ich das? Sage ich deshalb, weil eine Demokratie davon lebt, dass man sich im gegenseitigen Respekt begegnet und nicht in gegenseitiger Verachtung. Eine Demokratie lebt davon, dass Menschen auch, wenn sie unterschiedlicher Auffassung sind, etwas tun, was der elementare Baustein der demokratischen Gesellschaft ist. Den anderen Menschen nicht verächtlich zu machen, jemanden nicht herabzuwürdigen, nur weil er meine Meinung nicht teilt. Die Demokratie lebt davon, dass wenn das Mein-Echo am Montag in der Kommentierung unserer Veranstaltung hier schreit, das war aber Blödsinn, selbst wenn ich hier eine brillante Rede gehalten habe, ich akzeptieren muss, dass es das gute Recht von Journalistinnen und Journalisten ist, zu schreiben, was sie wollen. Und nicht einer hingehen kann und sagen kann, Demokratie und Meinungsfreiheit ist, wenn du schreibst, was ich will. Und alles andere wären dann Fake News. Und die Partei, die das in diesem Lande macht, vor der habe ich keine Angst, denn wenn wir alle gemeinsam sagen, die Grundhaltung ist, dass das, was Rosa Luxemburg mal gesagt hat, die Freiheit, vor allen Dingen die Freiheit der Andersdenkenden sei, dann misst sich Demokratie daran, dass der andere und die andere mit ihrer Meinung das gleiche Recht hat in dieser Gesellschaft wie wir. Wir sind nicht die besseren Menschen. Wir haben nicht mehr Rechte als andere. Die Philosophie der Sozialdemokratie in der Vergangenheit wie in der Zukunft muss diese sein. Es gibt keine Herren und es gibt keine Knechte in der Gesellschaft. Wir begegnen uns nicht als die Gesellschaft der Gleichen. Wir sind nicht alle gleich. Im Gegenteil. Man kann auch nicht erzwingen, dass wir alle gleich werden. Was für ein Blödsinn. Die totalitären Systeme, die den Einheitsmenschen schaffen wollten, die daran gearbeitet haben, dass alle gleich sind, haben eins übersehen. Wir haben jeder und jede eine Individualität. Jeder und jede von uns ist anders und verschieden. Das macht den Reichtum unseres Lebens aus. Dass wir die Vielfalt der Charaktere, die Vielfalt der Persönlichkeiten, die Vielfalt der Individuen fordern, aber auf gleicher Augenhöhe. Es ist nicht die Gesellschaft der Gleichen, die wir anstreben, aber die Gesellschaft der Gleichberechtigten. Wo jeder Einzelne und jede Einzelne, jede einzelne Familie, jedes Kind, jeder Mann und jede Frau an den öffentlichen Gütern, an der öffentlichen Debatte, am öffentlichen Wohlstand, am Zugang zur Bildung, am Zugang zur Wohlfahrt, am Zugang zur Fürsorge den gleichberechtigten Anteil hat. Das war die Idee der Sozialdemokratie in der Vergangenheit. Das ist die Idee der Sozialdemokratie heute. Aber diese Idee, die Eingang gefunden hat über die Weimarer Verfassung. Heute vor 100 Jahren ist das Frauenwahlrecht eingeführt worden. Diese Idee von Gleichberechtigung, nicht vom Dreiklassenwahlrecht, nicht vom Obrigkeitsstaat, nicht von der Herrenkastenmentalität, sondern von der Idee der gleichberechtigten Bürgerinnen und Bürger, wo eben dann auch Männer und Frauen gleichberechtigt sein mussten in dieser Logik, weil die Männer nicht die Besseren waren. Und mehr Rechte hat, nur weil sie Männer sind. Diese Idee wird in Frage gestellt. Sie wird die Frage stellen in unserem Lande, von denen, die sagen, nur das, was ich sage, ist des Volkes Meinung.
Die haben nur im Bundestag sitzen, diese AfD-Leute. Wir sind das Volk, sagen die. Wie kann eine Partei, das wäre ungefähr so, wie wenn ich jetzt, du hast auf die 15% in unseren Umfragen gewesen. Wenn wir jetzt sagen würden, wir repräsentieren das deutsche Volk. Tun wir nicht, leider. Wir repräsentieren 15% des deutschen Volkes, die uns wählen. Die wählen weniger. Die haben weniger Prozent als wir. Reklamieren aber für sich, sie seien Volkes Stimme. Was für eine Arroganz, was für eine Anmaßung. Sie sind ein Teil des deutschen Volkes, ja. Nach meinem Dafürhalten mit zu vielen Prozenten. Aber niemand darf hingehen und für sich reklamieren, er sei der Alleinige. Niemand darf für sich reklamieren in der Demokratie, nur wir sprechen für das Volk. Und wenn man jetzt einmal gegenüberstellt, dass die, die für sich reklamieren, sie seien das Volk, in Wirklichkeit nur eine Minderheit sind, dann muss man sich mal die anderen angucken. Die 87% oder 88%, die nicht wählen. Das ist die Mehrheit des Volkes. Und es wird um Folgendes gehen im Jahre 2019. Das muss man zu Beginn dieses Jahres auch mit Blick auf die letzten zwei Jahre deutlich machen. Es wird darum gehen, dass wir die Grundelemente unseres Zusammenlebens in Aschaffenburg, in der Main-Region, im Bundesland, in der Bundesrepublik, in Europa und durch Europa in der ganzen Welt, dass wir die Zusammenarbeit auf der Grundlage ganz bestimmter Prinzipien sehr präzise definieren. Dass wir sehr genau sagen, was wir wollen, dass wir diese Gleichberechtigung, die gleiche Augenhöhe, den gleichen Zugang, die Garantie der individuellen Grundrechte, die Sorge um die Zukunft unserer Kinder in einer lebenswerten Umwelt, die Sicherheit an den Arbeitsplätzen, die Sicherheit um zukünftige Arbeitsplätze in einer sich wandelnden Arbeitswelt, die Sicherheit im Alter, den Schutz vor Krankheiten, den Schutz vor Armut, der gleichberechtigte Zugang unserer Kinder zur Bildung, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht oder Herkunft der Eltern, die gleichberechtigte Debatte im öffentlichen Leben, in der Kommune, dass alle, die in der Stadt leben, den gleichen Zugang zu dieser Debatte und der Entscheidungsfindung haben. Dass es zwischen den Nationen in Europa nicht den Satz gibt, ich zuerst, wenn es die Gleichberechtigung in der Kommune gibt und nicht jeder Bürger, wo nicht irgendein Bürger sagen kann, die anderen interessieren mich, ich zuerst. Und nicht die Ellenbogen regieren, sondern der gegenseitige Respekt. Dann geht das auch für die Nationen. Das sind diejenigen, die angefangen haben zu sagen, mein Land zuerst, my country first. Mein Land zuerst. Deutschland zuerst. Frankreich zuerst. Italien zuerst. Amerika zuerst. Großbritannien zuerst. Kann ich auch fortsetzen. Belgien zuerst und Holland zuerst und Luxemburg zuerst und Polen zuerst, was weiß ich was. Heißt im Umkehrschluss immer die anderen danach. Wenn aber ich zuerst und die anderen danach und der andere hier im Nachbarland in Frankreich sagt, nee, wir zuerst, dann ihr, dann ist der Kampf aller gegen alle eröffnet. Aber der zivilisatorische Fortschritt Europas war nicht wir zuerst, sondern wir alle gemeinsam auf gleicher Augenhöhe. Das ist die Idee von Europa. Denn im Deutschen Bundestag erleben wir in jeder Debatte immer das Gleiche. Geradezu Stereotyp in jeder Rede eines jeden Redners dieser Partei, angeführt von diesem Herrn Gauland, bis zum letzten Hinterbäckler. Drei Begriffe: Migrant, rot-grün versifft, Lügenpresse. Das kannst du ganze Strichlisten führen. Migrant, rot-grün oder manchmal sagen sie 68er versifft. Also die 68er. Rot-grün versifft, Lügenpresse. Die Migranten sind an allem schuld. Neulich habe ich mal gezählt, da hat einer erst im 9. Satz Migranten gesagt. Normalerweise kommt das im 1. oder 2. Satz, die Migranten.
Allein als im 9. Satz Migrant ist, habe ich gesagt, das ist wie das Abweichler. Ich schmeiße den raus. Viel zu spät Migrant gesagt. Ich meine, flacher geht's nicht. Man muss sich ja mit denen, bin neulich mal kritisiert worden, weil ich im Bundestag den Herrn Gauland mal mir zur Brust genommen hatte, mit dem Satz, in unserer erfolgreichen tausendjährigen Geschichte ist doch das Dritte Reich ein Vogelschiss. In unserer erfolgreichen tausendjährigen Geschichte ist das Dritte Reich ein Vogelschiss. Also die 6 Millionen ermordeten Juden in Auschwitz. Das Denkmal für die in Berlin bezeichnet Herr Höcke als ein Mahnmal der Schande. Was jetzt vielleicht auch mal erklärt, warum endlich der neue Präsident des Verfassungsschutzes sich mit denen mal ein bisschen intensiver auseinandersetzt. Ersetzt doch mal diese Begrifflichkeiten. Migranten sind an allem schuld. Man braucht nur mal den Begriff der Migranten, des rot-grünen Versichts und der Lügenpresse zu ersetzen durch eine Religionsgemeinschaft, die an allem schuld ist, durch die Bolschewisten, die an allem schuld sind und die das Land vergiften. Und die Systempresse, die uns nicht fair behandelt, dann hast du die Reden, die schon einmal im Reichstag gehalten worden sind. Und ich denke, im Jahr 2019 muss eins klar gemacht werden. Es gibt dieses Sprichwort des englischen Philosophen Edmund Burke. Er hat gesagt, für den Sieg des Bösen reicht es, dass die Guten nichts tun. Und was ich will, ist, dass die Europawahlkampagne zu einer Mobilisierung der Guten wird, die gegen diesen schlechten Geist, den wir in Deutschland und in ganz Europa und leider auch im Weißen Haus sitzen haben, aufstehen und sagen, wir kämpfen für Toleranz, für Respekt und für gegenseitige Anerkennung nach innen und nach außen. Das muss der Wahlkampf. Schlimmes angerichtet. Und ich werde am Ende meiner Ausführungen nochmal auf einen Umstand dieses Schlimmen, was da angerichtet worden ist, zurückkommen. Aber wir dürfen uns als Sozialdemokraten im Jahr 2019 als SPD nicht darin erschöpfen, nur auf unsere Erfolge der Vergangenheit zu verweisen. Wir haben eine stolze Vergangenheit. Aber ich möchte auch, dass wir eine stolze Zukunft haben. Und das muss die SPD aufhören, immer nur auf die Schuhspitzen zu gucken. Ja gut, jetzt haben wir 15% in der Umfrage. Ja gut, jetzt haben wir eine Wahl verloren. Wir haben auch schon andere Wahlen verloren. Und die Männer und Frauen, die vor 100 Jahren die Weimarer Verfassung durchkämpfen mussten, die hatten bitterere Bedingungen als wir. Und deshalb muss die SPD eine selbstbewusste Partei sein. Ja klar ist der Wettbewerb größer geworden. Es gibt mehr Parteien in diesem Land. Und dann verteilen sich die Wählerstimmen auch mehr. Und möglicherweise werden wir nicht mehr absolute Mehrheit. Wir haben andere Parteien aber auch nicht. Und möglicherweise werden wir 3 Parteien-Koalitionen brauchen, um zu regieren. Das haben andere Länder seit vielen Jahren. So wie Schweden. Überhaupt kein Problem. Kannst auch mit 3 Parteien regieren. Hauptsache ist, die SPD liegt vorne. Man kann auch mit 25% den Bundeskanzler stellen. Aber wollen wir wieder hin? Und da müssen wir auch wieder hin. Und da werden wir auch wieder hin können. Aber da müssen wir uns als Sozialdemokraten, auch bei einem Neujahrsempfang in Aschaffenburg, schon auch sagen, da müssen wir selbstbewusst sein, aber müssen auch selbstdiszipliniert sein. Wir müssen aufhören, uns selbst zu zerlegen in unsere Einzelteile. Wir können nicht in der Gesellschaft hingehen und sagen, wir sind für Toleranz, Respekt und Würde und praktizieren nach innen Intoleranz, Unwürde und mangelnden Respekt. Das nehmen uns die Leute nicht ab. Das ist nicht so. Und wir müssen noch aufhören, eine Drei-Botschaften-Partei zu sein. Die SPD hat immer 3 Botschaften.
Wir haben die offizielle Parteilinie und wenn dann ein Wahlstand kommt, da steht einer und sagt, nehmen Sie doch mal bitte unsere Parteiprogramm mit, dann nimmt er mit, da steht aber bestimmt einer und sagt, ist alles viel zu viel. Und das ist die Botschaft Nummer 2, geht alles viel zu weit. Und dann steht dann noch einer, der sagt, es geht aber alles nicht weit genug, das ist die Botschaft Nummer 3. Da würde ich als Wähler aussagen, entscheidet euch mal, was jetzt die Botschaft ist. Die SPD muss sich entscheiden, wir müssen nach innen hart diskutieren, kontrovers diskutieren. Aber dann müssen wir wieder eine alte Tugend unserer Partei zurückgewinnen. Dass wir dann innen kontrovers diskutieren, aber nach außen geschlossen und einheitlich auftreten. Ich glaube, wir sind auf dem Weg. Das auch zu lernen und zu begreifen, dass die Grundvoraussetzung dafür, dass die Leute uns Vertrauen schenken, das ist, dass wir uns auch gegenseitig Vertrauen schenken und gemeinschaftlich marschieren. Das ist jedenfalls mein Wunsch für das Jahr 2019. Das ist der erste Schritt. Und der erste Schritt hin auch zur Mobilisierung. Du hast Katharina Barley als unsere Spitzenkandidatin erwähnt. Wir wollen dieses Europa gestalten, weil es geht nicht nur um unsere glorreiche Vergangenheit, es geht um die Zukunft unserer Kinder. Und da geht es um 3 Dinge. Die Arbeitswelt wandelt sich. Sie wandelt sich, weil wir in der Globalisierung leben. Und die, die erzählen, man könne die Globalisierung abschaffen, indem man mein Land zuerst sagt, die erzählen einen Schluss. Das ist Blödsinn. In dieser globalisierten Welt braucht kein Land die Globalisierung zu gestalten mehr als wir. Ihr lebt hier in einer relativ reichen Region. Die Rhein-Main-Region ist eine reiche Region. Aber die Arbeitsplätze, ob sie in der Finanzindustrie sind, in der Chemie, ob sie in der Anlagenproduktion sind, ob die Mittelständler in Baden-Württemberg zum Beispiel, wo ich gestern war, mittelständische Unternehmen, die aber World Champions in ihren Bereichen sind, familiengeführte Unternehmen in der dritten, vierten, fünften Generation, 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber Weltmarktteilnehmer, Weltmarktführer zum Teil mit ihren Produkten. Das gibt es ja auch hier in der Region. Wovon hängen die denn ab? Die hängen vom Binnenmarkt der Europäischen Union ab und die hängen davon ab, dass der Binnenmarkt der Europäischen Union die Zugänge zu den weltweiten Handelsströmen sichert. Und da gibt es den Xi Jinping in Peking, der sagt, nee, aber nicht mit uns. Oder gibt es den Trump in den USA, der sagt, die Europäische Union muss zerstört werden. Weil sie nämlich genau wissen, dass wir ihre Hauptkonkurrenten sind. Und da gibt es die, die hier im Inneren sitzen und sagen, wir müssen die EU abschaffen. Diese Konjunkturritter der Verängstigung, die ja nur, weil sie ein Parlamentmandat haben wollen, bereit sind, alles zu verspielen. Wer die Europäische Union zerstören will, der zerstört die Chancen, unsere Arbeitsplätze zu bewahren in einem exportorientierten Land mehr als in jedem anderen. Die Rückabwickler Europas verspielen die Zukunftschancen der nächsten Generation. Deshalb, wer nicht für Europa ist, sondern sagt, national können wir das alles besser, dem muss man entschieden entgegentreten. China hat 1,4 Milliarden Einwohner. Wir haben 82 Millionen. Wir wären von der Größenordnung eine chinesische Provinz. Die USA, warum wollen die USA unseren Markt zerstören? Weil die Philosophie, die im Weißen Haus sitzt, dieser Immobilienunternehmer, was für ein schändlicher Mann, das muss man wirklich mal sagen. Präsident der USA. Der mit 240 Twitter-Zeichen Existenzen vernichten will, weil ihm jemand widerspricht. Das ist eine Art von Totalitarismus, wie man ihn in dieser Form bisher nicht gekannt hat. Warum will der den Markt zerstören? Das ist einer, der hat die Philosophie, die mir über viele, viele Jahre in Brüssel so junge, smarte Leute schon erzählt haben. Die haben gesagt, ja, wissen Sie, der Sozialstaat, individuelle Grundrechte, Ökologie, hohe Einkommen, naja, das haben wir alles noch, aber auf Dauer wird das so nicht gehen. Warum, habe ich dann gefragt, warum geht das auf Dauer so nicht? Führe das jetzt nicht aus, aber verkürzt. In anderen Regionen dieser Welt, die haben weniger Einkommen,
Die haben längere Arbeitszeiten, die nehmen keine Rücksicht auf die natürlichen Ressourcen. Und da gibt es auch keine individuellen Grundrechte. Wenn da einer nicht spurt, da kommt die Polizei, da kriegst du was auf die Mappe. Und wenn du zweimal nicht gespurt hast, da verschwindest du halt. Und da wird dann auch nie nachgefragt. Und wenn einer nachfragt, dann verschwindet der nachfragt, gleich mit. In China wird das Internet abgeschaltet, wenn es der Regierung nicht passt. Die Philosophie, die längste Arbeitszeit, der geringste Lohn, keine Mitbestimmung und keine Ökostandards sind der beste Wettbewerbsvorteil. Das ist deren Philosophie, in Konkurrenz zu uns. Und jetzt gibt es die, die bei uns rumlaufen und sagen, ihr müsst so werden wie die, dann seid ihr auch wettbewerbsfähig. Ich würde es mal umgekehrt machen wollen, alle mit ihren Produkten auf unserem Markt, auf den reichsten Markt der Welt, auf den europäischen Markt. Wie wäre es denn mal, wenn wir sagen, wer seine Produkte und Dienstleistungen zu uns bringen will, der muss die Ökostandards einhalten, der muss einen Mindestlohn zahlen, der muss die Kinderarbeit verbieten, der muss den 8-Stunden-Tag einführen, der muss soziale Grundrechte, individuelle Grundrechte garantieren. Dann würden wir auf dem europäischen Markt ein Schutzbild für unser Lebensmodell. Wir machen auf dem europäischen Markt ein Schutzschild für unser Lebensmodell, für unser Gesellschaftsmodell. Und das will ich Ihnen offen sagen zu Beginn dieses Jahres. All diese individuellen Freiheiten, von denen ich gerade gesprochen habe, die wir als Bürgerinnen und Bürger, als bürgerliche Freiheiten haben, die gibt es bei uns. Die gibt es bei uns. Die gibt es in Europa. Auf die haben sich alle europäischen Staaten geeinigt, aber die gibt es noch lange nicht in anderen Teilen der Welt. Ich nenne euch mal ein paar. Die Garantie des Postgeheimnisses. Die Unverletzlichkeit der Wohnung. Das Verbot der Willkür. Da kann kein Polizist kommen und sagen, dein Gesicht fällt mir nicht, du kommst jetzt mal mit. Die Unschuldsvermutung bis zum Ende, der Instanzenzug, dass du dich gegen ein Gericht wehren kannst. Die Freiheit von Wissenschaft und Lehre. Die übrigens die AfD, wie ich finde, in Frage stellen will. Wer Listen darüber anlegen will, was Lehrer im Unterricht sagen, macht einen Schritt hin zu Totalitarismus gegen sowas. Muss man sich wehren im Jahr 2019. Das Folterverbot, die Abschaffung der Todesstrafe, das sind alles Rechte, die genießen wir selbstverständlich und tun so, als gäben sie wieder Strom aus der Steckdose. Sie sind alle hart erkämpft worden, hart erstritten worden. Und sie werden in anderen Teilen dieser Welt nicht nur nicht garantiert, sie werden in Frage gestellt. Und sie werden zum Teil übrigens auch im Inneren der Europäischen Union in Frage gestellt. Der Ministerpräsident von Ungarn, Viktor Orban, spricht davon, er sei der Repräsentant der illiberalen Gesellschaft. Da habe ich den gefragt, Viktor, was ist denn eine illiberale Gesellschaft? Ich verstehe das nicht so wenig. Was ist denn eine illiberale Gesellschaft? Eine liberale Gesellschaft oder illiberale Gesellschaft? Ja, hat er gesagt, das Gegenteil von dem, was ihr macht. Ich sage, ist ihr? Ihr da, ihr Linken. Ich sage, was ist das denn, was wir machen? Diese dekadente, ständige Grundrechtsdebatte. Verkürzt ist einer, der sagt, da muss mal wieder einer kommen, der aufräumt, damit es ja mal Klartext gibt. Grundrechte, Pressefreiheit, wo kommt er da hin? Und da muss schon mal der Herr Manfred Weber erklären, warum er mit diesem Herrn Orban immer noch in einer Fraktion sitzt. Da können wir ja in der Europawahl auch mal drüber diskutieren. Mantel ist ein netter Kerl, ich kenne ihn gut. Das ist auch wirklich ein überzeugter Pro-Europäer, der Mantel Weber. Aber nicht, wenn du ein Etikett auf eine Weinflasche wirfst, da schon der letzte Chardonnay draus. Also da muss man schon zwischen Inhalt der Flasche und Etikett unterscheiden. Das werden wir auch in diesem Europawahlkampf tun. In anderen Regionen dieser Welt werden all diese Rechte nicht garantiert. Und deshalb will ich zum Schluss, zum Start dieses Jahres, hier in diesem Neujahrsempfang in Aschaffenburg, sagen, die Zukunft, die wir gestalten wollen, die gestalten wir auf der Grundlage dieses Kampfes. Dass nämlich diejenigen, die die soziale, die demokratische, die umweltbewusste, die nachhaltige, die von Respekt und Toleranz geprägte Gesellschaft für ein Modell von gestern halten,
kennenlernen müssen, dass es Leute gibt, und zwar, wie ich glaube, die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung, die dieses Modell bejaht und will. Ja klar ist nicht alles perfekt in dem Modell, natürlich ist nicht alles perfekt in Europa. Europa ist nicht demokratisch genug, das stimmt ja, dann machen wir demokratischer. Europa ist auch nicht sozial genug, ja, dann machen wir sozialer. Ich habe einen Vorschlag. Wenn der Bäcker hier in Aschaffenburg seine Gewerbesteuer zahlen muss, wenn du einen Pfund Kartoffeln kaufst und musst auf dem Markt dafür Mehrwertsteuer bezahlen, aber in Frankfurt an der Börse kaufst ein Aktienpaket, musst du keine Mehrwertsteuer dafür bezahlen, dann ist es Zeit dafür, dass wir in Europa eine Finanztransaktionssteuer einführen. Dann ist es Zeit, dass die Internetkonzerne bezahlen müssen. Ich bin für eine Digitalsteuer. Wenn Amazon dir ein Paket ins Haus liefert, zahlst du Mehrwertsteuer. Aber die Profite, die daraus haben, die besteuern die nicht. Es kann ja nicht sein, dass wir in einem Europa leben, wo wir die Grundvoraussetzungen für den Wirtschaftsraum, für das Wirtschaftswachstum solcher Unternehmen, die auch Arbeitsplätze schaffen. Klar. Tarifgebunden und 8 Stunden. Dazu muss man sie zwingen. Und nicht ausbeuterisch, damit sie ihre Gewinne nicht nur über keine Steuern, sondern auch über Niedriglöhne und über schlechte Arbeitsbedingungen erzielen. Aber wenn Sie diese Gewinne, die Sie erzielen, dann nicht auch noch versteuern müssen, dann haben wir die große Ungerechtigkeit, dass man die Kleinen hängt und die Großen laufen lässt. Dass die normalen Bürgerinnen und Bürger ihre Steuern zahlen, und die erzkapitalistischen Unternehmen aus den USA in Europa keine Steuern zahlen. Das kriegt aber nicht das Finanzamt Aschaffenburg geregelt. Nicht mal der Landesfinanzminister in München. Oh. Und nicht mal der Bundesfinanzminister. Dazu brauchen wir europäische Lösungen. Und deshalb, auch da, klar, da machen wir Europa sozialer, da machen wir es gerechter, da machen wir es effektiver und nachhaltiger. Und wenn wir an unsere Kinder und Kindeskinder denken, dann bin ich den Männern und Frauen, die hier sind, die meiner Generation angehören, eins sagen, Leute, wir haben nur diesen Planeten. Wir haben keinen Ersatzplaneten. Und das, was wir heute versäumen in der Nachhaltigkeit, übrigens nicht nur in der Nachhaltigkeit bei der Ressourcenschonung oder bei der Luft oder beim Wasser oder beim Flächenverbrauch, auch bei der Ernährung, den Preis für das, was wir heute versäumen, zahlen nicht wir. Ich bin jetzt 63 Jahre alt, vielleicht habe ich noch 20 Jahre zu leben, hoffe ein bisschen mehr noch. Mein Vater ist 93 geworden, ich stehe ihm nach. So. Aber die Auswirkungen unserer Fehler in diesem Bereich heute, die werden in 50, 60, 70 Jahren gezahlt. Das heißt, von unseren Enkelkindern. Aber jede Politikergeneration, finde ich, hat eine Pflicht, nicht an sich selbst zu denken, sondern daran zu denken, was ist das, was wir tun, an Auswirkungen für unsere Kinder. Und deshalb ist die Pflicht, den Klimawandel ernst zu nehmen, eine gute Ernährung ernst zu nehmen, die Reform der Landwirtschaft ernst zu nehmen, die Gewässergüter ernst zu nehmen, die Meeresverschmutzung ernst zu nehmen. Unsere Pflicht. Das habe ich mir jedenfalls für das Jahr 2019 so vorgenommen wie meine ganze Partei, dass wir das Soziale, das Verantwortliche, das Ökologische in den Mittelpunkt auch dieser Wahlauseinandersetzung, den Handel, die Sicherheit der Finanzen, die Steuergerechtigkeit, die Gleichberechtigung von Menschen innerhalb der Völker und die Gleichberechtigung zwischen den Nationen zu unserem Anliegen und Ziel zu machen. Und ich bin sicher, dass wir dafür Vertrauen gewinnen werden. 1969 hat mein großes Vorbild, der Mann, wegen dem nicht nur ich in die SPD eingetreten, sondern eine ganze Generation zur SPD gekommen, mit Willy Brandt eine Rede gehalten, seine erste Regierungserklärung 1969 im Deutschen Bundestag, da gibt es diesen berühmten Satz von der Demokratie, mehr Demokratie war, den will ich aber nicht zitieren, sondern ich will einen anderen Satz zitieren, der für mich jedenfalls mehr denn je der Leitsatz meiner Politik ist und ich glaube der Leitsatz eigentlich der gesamten Sozialdemokratie in Deutschland und in Europa, aber insbesondere der deutschen Sozialdemokratie sein muss. Willy Brandt hat in dieser Regierungserklärung 1969 einen Satz gesagt, von dem ich glaube, dass der Satz selbst ein Programm ist. Der lautete, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein, nach innen
wie nach außen. Was ist das Volk der guten Nachbarn? Der gute Nachbar, die gute Nachbarin, das ist die, auf die du dich verlassen kannst, die da ist, wenn du sie brauchst, weil sie weiß, du bist da, wenn du gebraucht wirst. Der gute Nachbar, das ist der, der dich so nimmt, wie du bist, der deine Individualität respektiert, der sagt, wir sind alle gleichberechtigt, ich bin anders als du, aber du hast das Recht, anders zu sein als ich. Wenn wir uns gegenseitig respektieren, dann funktioniert das auch. Und ein Volk, das gute Nachbarschaft nach innen praktiziert, also den Frieden nach innen stabilisiert durch die gute Nachbarschaft, ist auch ein guter Nachbar für andere Völker. Nicht hier zuerst und dann hier, sondern wir alle gemeinsam. In diesem Sinne, glaube ich, ist der Leitsatz für uns als SPD auch in diesem Wahlkampf, in der Region, im Bundesland, in der Bundesrepublik und in der Bundesrepublik als Teil Europas, ist dieser Satz eine gute Leitschnur. Lasst uns im Jahr 2019, auch mit Blick auf die Kommunalwahlen, ein Volk der guten Nachbarn sein, nach innen und nach außen. In dem Sinne ein gutes neues Jahr. Vielen Dank.